Hey Kinders, willkommen zu Fortnite, aber was? Ich habe jetzt mal so ein kleines Feuerchen angemacht, ist ja ein bisschen kalt, ne? Ist das nicht schön? Also nochmal willkommen hier zum heutigen Video an Silvester. Ich habe hier geschwind eine Frage an euch und da leider eine schlechte Nachricht wegen dem Stream. Erstens, wie sieht's bei euch aus, so zwecks Bumbatsch, Peng, Bau, wow. Geht von euch später jemand raus und knallt so ein bisschen rum auf dem eigenen Grundstück, wenn es erlaubt ist? Oder habt ihr es komplett gestrichen? Habt ihr vielleicht auch gar nichts am Start? Ich habe über die Jahre immer so viel geholt, also früher, lang ist es her, dass ich jetzt noch ultra viel Schotter habe, den ich eigentlich schon längst verbrannt haben oder abgebrannt haben wollte, nicht verbrannt. Aber ja, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Silvester lang schon nichts mehr gekauft und trotzdem habe ich noch Schotter. Früher war es bei uns immer so eine Tradition, dass wir an unseren Geburtstagen, also meistens Kindergeburtstagen halt damals noch, eine Rakete gezündet haben. So, hey, wieder ein Jahr älter, ne, so. Aber das haben wir auch schon ewig lang nicht mehr gemacht. Ewige Zeiten. Aber daher kommt, glaube ich, dieser Gedanke, man muss immer ein bisschen was da haben. Falls was ist. Und ich habe früher gerne gebastelt und habe Schwarzpulver gebraucht. Also ich habe noch kiloweise von diesen Superböllern. Oder halt an sich von diesen Krachern. So, machen wir auf. Einfach dieses Feeling. Oh, auch gut. Scheiße, direkt alles vollgekrümelt. Fuck! Naja, das ist meine Frage erstmal an euch, ne, zwecks Kartoffelwash, wie sieht's aus? Knallt ihr heute, dürft ihr überhaupt bei euch in der Region knallen? Seid ihr überhaupt dazu bereit? Es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, nee, mache ich schon seit Jahren nicht mehr oder habe ich noch nie gerne gemacht, weil ich entweder mal ein Knalltrauma hatte, also irgendwo mal ein lautes Geräusch nah an den Ohren hatte und seitdem laute Geräusche nicht mag, beziehungsweise weil ich mich um die Umwelt kümmern möchte, weil die Tiere nicht verschrecken will und so weiter und so fort, sind alles sehr gute Gedanken, die mich auch immer mehr davon abgebracht haben, im Alter halt irgendwas zu machen. Früher habe ich ewig lang draußen rumgeböllert. Da war ich glaube, ab 18 Uhr an Silvester war ich jede Stunde draußen, meist mit meinem Vater, und dann haben wir halt kurz ein bisschen was gezündet und so. Das ist komplett verschwunden. Wie ist es bei euch? Was macht denn ihr jetzt? Verzählt doch mal. Und zweitens, da wir heute gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr unser großes Fressgelage starten werden, mit Raclette und allem drum und dran und dazu dann noch alle Police Academy Teile gucken, ich freue mich schon, werde ich es halt heute nicht streamen können. Also zumindest nicht zu den Standardzeiten. Direkt vorneweg, morgen und dann die sonstigen Streams finden so wie immer statt. Klar, ne? Morgen 22 Uhr, also Freitag wird wieder reingeballert, nächste Woche auch. Letzte Woche war halt Weihnachten an einem Streamtag. Diese Woche ist halt Silvester, das an dem Streamtag stattfindet. Ein bisschen doof, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe schon überlegt, ob ich heute Nacht nach 0 Uhr dann irgendwann einfach online komme und ein bisschen noch gucke, wer halt da ist und ob wir dann ein bisschen reinzocken. Bin mir dabei auch nicht sicher, ob ich dann überhaupt noch dazu in der Lage sein werde, so vollgefressen, wie ich dann wahrscheinlich bin. Der Freitagsstream wird aber ganz sicher stattfinden und dazu kann ich auch direkt sagen, dass es ab morgen das neue Knife gibt oder als großes Geschenk. Und zwar wird es ein Stat-Track Ursus Knife Marble Fade geben, in FN natürlich, ist klar. Ist wieder ein ziemlich fettes Teilchen. Ich mache euch das gerade mal auf, wartet kurz. Wird halt wieder eine richtig dicke Sache sein. Ist $406 wert, glaube ich. Also top-notch, dude. Ey, ich sehe gerade, Sansa hat dafür schon einen Stream-Sniper-Schutz gemacht, ne, für die Streams. Holy! Achtung, haltet euch die Augen nicht zu. Zermäntelchen, are you crazy? Ey, sieht das nicht edel aus, das Teil? Holla! Das ist dann das, was oben über der Map sein wird im Livestream. Also dieses Kniftelchen. Ich will es ja noch im Spiel aufmachen, hallo? Hier ist es, das Schmuckstück. Das wird es dann ab spätestens Freitag eben im Livestream geben. Für eine ganze Weile. Ich kann heute, wie gesagt, nicht streamen. Also es geht nicht. Ich werde dazu noch mal ein eigenes Video machen, um ordentlich Leute reinzuholen. Ich weiß, nee, mach's nicht, aber ich mach's trotzdem. Soll ja jeder wissen, was so abgeht. Community vergrößern, ihr wisst, wie der Hase läuft. Gut, dann sehen wir uns spätestens morgen, 22 Uhr im Livestream. Davor wahrscheinlich halt nochmal in dem Ankündigungsvideo zu diesem Ursus Knife. Da trotzdem nochmal schön reingucken, da erkläre ich auch nochmal die ganze Chose, wie es so abläuft. Für mich gibt es jetzt gleich Essen, es ist schon 17.30 Uhr. Ich habe jetzt den Rest oder den Anfang vom Tag halt mit Vorbereitungen, sauber machen und so weiter verbracht. Wie es halt so ist, durchsaugen, die Katz streicheln, ihr wisst, wie der Hase läuft, ne? Alle hopp, dann sehen wir uns spätestens morgen, 22 Uhr, vielleicht. Heute Nacht irgendwann. Ich guck mal. Aber natürlich wünsche ich euch jetzt noch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Also wir sehen uns dann im neuen Jahr halt, ne? Mhm. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder und meine Patreons. Schön, dass ihr mich auch weiterhin unterstützt. Extrem sexy. Haut rein. Auch an euch nochmal bis ins neue Jahr. Gruß und Kuss. Eure Nuss.